Heute bauen wir das Klimasand-Logo in echt. Was ist das denn? Wer ist darauf getreten? Wir veranstalten im Klimasand. Jetzt. Wir veranstalten im Klimasand eine Art Safari mit Vivacon Aqua und wir bauen jetzt aus diesem VW K70. K70! Unser Logo. Mit Sensorik, Feuer, öffnenden Motorhauben, Tank auf Dach, Farbe, Spachtelmasse. Los geht's. So, ich muss gleich mal los. Wohin? Nach Haus. Ich mache die Moderation und dampfe ich ab. Kommt wieder, wenn es fertig ist. Ihr macht das schon, Leute. Okay, das wird ein geiles Projekt dann. Nee, nee, ich bleib hier. Ah. Was ist das denn? Oh, was hast du denn? Dianas Ehekrise schützt die Queen. Aus welchem Jahr ist die? 83, Alter. Ja, das ist eine Sexzeitung. Komm mal, Granny. Kesselmode in Schwarz und Weiß. Okay. Geile Zeitschrift. Guck mal, haben wir eine Sekunde. Was habt ihr jetzt bezahlt? 500 Pipos oder was? Nee, weil du hast sein Verhandlungsgeschick gezeigt. Sag. 800. Nee, sei mal ehrlich. Ja, er wollte 500, weil du 800 ausgehandelt hast. Weil er dachte 1000. Was? Weil du dachte 1000. Und dann haben wir ihn auf 800 gekriegt. Du warst da mit! Ja, ich hab nichts machen. Mir waren die Hände gebunden. Ich hatte einen Kaffee und ein Brötchen. Soll ich das heben? Warte. Der muss noch ab. Strongest man in the fucking world. Brian Jacuzzi. Der dreht sich gar nichts mehr. Wir haben gestern geguckt, der sitzt fest. Was ist das? Eine große Rock? Hose? Ich glaube, das ist ein Rock oder so. Jeppy, raus, wegen Spritze, raus! Kann ich die haben oder also braucht ihr die? Wollt ihr die auch haben? Den Gurkentopf hätte ich ganz gerne, ja. Da kann man Sachen dann machen. Ist hier vielleicht noch eine Praline? Ja, dann die Sitze. Boah! Meine. Habt ihr nicht gesagt, dass Krugerrand so wertvoll ist? Was ist das? Ohne Scheiß. Im Auto. Ja, er lag da gerade unter dem Teppich. Erzähl keinen Scheiß. Ja, Mann! Glaubst du, ich hab so ein Ding in der Tasche oder was? Ein UZ. Eine Unze. Eine Unze. 1670 Euro. Wir haben jetzt auf jeden Fall das Auto viermal wieder raus. Teilen wir das? Willst du das deins? Jetzt, wem gehört das? Ich hab das Auto gekauft. Wir alle. Warte mal, ich hab das Auto bezahlt. Ich hab den Teppich rausgerissen. Wer hat das ich hab's gefunden. Ja, hat jeder einen Anteil daran? Vier Teile. Finde ich okay. Wir kaufen uns ein gemeinschaftliches Jetski. Ja! Jetski! Ist der wert? 1700 Euro. Dafür kriegen wir auch ein Skidoo. Was zur Hölle? Sowas findet man ja nie. Lass uns jetzt alles ausbauen. Ich mach den Tank auf. Ja, ohne Scheiß. Vielleicht ist da auch Kokain drin. Aua! Also wir haben die Karre jetzt ja ohne Schlüssel gekauft quasi. Der ist abhanden gekommen. Jetzt müssen wir das Lenkradschloss knacken, damit wir es noch ein bisschen rangieren können. Ich habe gerade ein Video geguckt, aber das sind irgendwie alles so neuartige. Ich habe jetzt überlegt, ob man einfach eine Stange reinmacht und dreht. Die Jungs von Dumm Tüch, die fallen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, stimmt. Ich will euch das jetzt auch nicht 1:1 erklären. Ne? Das wäre ja, was ich hier tue, das wäre ja illegal. Für die Variante braucht ihr 5 Kumpel, die sich Schmiere stehen. Ne? Finde ich, komme nicht weiter. Wie kann ich dir denn helfen? Ich muss raus aus dem Parkhaus. Die anderen Jungs warten vor der Bank, die haben die Knete schon. Das sieht so auch aus wie so ein kleiner Anfängerverbrecher. Schieb den einfach nach außen. Ja. Schieb den einfach nach rechts. Nee, nach außen. Nee, andere Richtung. Ja, so. So. Ja! Yeah! Ey, das war so krass, Alter. Als ich es dann knack gemacht hab, da hab ich richtig weiche Beine bekommen. So heftig. Oh, du hast Tränen in den Augen, Mann. Geil, Alter, ich bin ein richtiger Pfundskerl. Hast du den denn überhaupt schon jemals hochgefahren? Nee, der ist gestern mit der Post gekommen. Ja, dann probieren wir das doch zuerst mal aus. Hier noch mehr. Mehr Ampere. Halt mal so, guck mal, das ist die Geschwindigkeit. Soll ich mal ganz hoch drin? Nochmal. Nein. Oh Gott. Also der Plan ist ja, das Ding so weit hinten anzubauen, dass wir möglichst schnell hochkommen. Deswegen haben wir so einen fetten Stempel, der halt auch am Ende des Arms drücken kann. 600 Kilo Hublast ist ja schon mal eine Ansage.
ist alles platztechnisch sehr knackig. Ich bin, Alter. Ist erstmal nur ein Versuch. Hey, hau ab, ey. Beautiful, it's beautiful. Und wie gut das funktioniert. Das ist er. Ne? Ja, das ist er. Und hier schließe ich jetzt einfach eine Propangasbuddel an. Ja, und dann, sobald du Strom anschließt, macht er... Kiss ab. So, und das Teil muss hier irgendwie rein, ohne dass es rausguckt. Hiervon können wir auch die Stütze ein bisschen wegnehmen. Aber wir müssen den eh ein bisschen halbieren, ne? Also, ein bisschen kürzen wäre geil, wenn er auf dem Ding da steht, ne? Ja, Vorsicht mit den Kabeln da unten. Das ist ja so einfach. So ein Spezialeffekt, wie, keine Ahnung, Madonna das bei ihrer Show einsetzt, ja, ey. Oder ohne Scheiß jetzt. Da kann gar nichts passieren. Also, 10 Sekunden hochfahren, 3 Sekunden Feuer. 22, 30. Ja, es ist doch ja, aus. Der Flamjet nass, ne? Die ganze Platinenscheiße. Oh, Alter, sorry. Sorry, ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen. Sorry, ey. Ich wollte, dass das trocknet. Und dann hab ich den Knopf gesucht. Hab ich noch Augenbrauen? Zeig mal. Ja, alles super. Ich bin sowieso zu lang. Du musst besser aufpassen. Ich muss aufpassen, Arschloch. Also, heute wird die Karre lackiert. Ich weiß, die hat eine wunderschöne Patina und es ist eigentlich eine Schande, das nochmal überzulacken. Aber das Ganze soll ja original getreu unserem Logo sein. Deswegen gehen wir da jetzt mit den verschiedenen Farben ran. Wir schleifen das jetzt nochmal ein bisschen ab, weil du es schon am Tank, dass der später oben raufkommt. Also anschleifen, entfetten, lackieren. Das sind jetzt die nächsten Schritte. Ich klebe mir dann die Chromteile ab und los geht's. Füll mal direkt den Idioten da. Ja. Kommt 4 Stunden zu spät und sollte eine Pistole mitbringen. Also Lackierpistole. Jeffy, Jeffy, komm her! Jetzt müssen wir noch auf den Hund aufpassen, der hat da hinten schon hingeschissen. Also der sollte die Pistole mitbringen zum Lackieren, weil wir sind kurz vorm Lackieren. Hey, hör mal auf. Kurz vorm Lackieren, wir kleben jetzt nochmal die Chromteile ab. Entfetten da nochmal, dann finden wir hoffentlich zurück mit der Lackierpistole und dann kommt Farbe rauf. So, wo haben wir denn jetzt hier so Entfettung? Bremsenreiniger nimmt man da eigentlich. Und ihr fangt am besten von oben an, damit der Dreck runterläuft. Wie beim Reinigen eures Zimmers. Profi-Silikonentfetter. Das ist doch aber nur zum Silikon entfernen. Das stand da auf der Seite, dass es geht. Die Lackierer in unserer Community schlagen bestimmt die Hände über dem Kopf zusammen. Ja, alle anderen auch. Zum Abkleben eurer Fußleisten und Zierleisten empfehle ich Gaffer. Lackieren ist aber auch langweilig. Hallo. Jetzt hört mir mal zu. Nee. Guck mal, ihr wart heute Morgen zu viert an dieser Karre, ne? Ihr habt das nur abgeschliffen. Das ist schon mal erstmal gar nichts. Hä? Das macht man in einer Stunde, macht man das. Nee. Alleine. Ja, dann, aber deine Lacke gehen ja auch ab nach einem Jahr. Nee, geht überhaupt nicht ab. Geht nicht ab. Doch. Nee, geht nicht ab. Bring erstens, ihn auch mal hin. Zweitens, hier muss eine Zeitung rein. Die klebt man da direkt rein eigentlich. Nee. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Dann mach doch mal was. Ja, ich hab, die Motivation ist raus. Dann hol dir einen Kaffee. Oder guck wieder in TikTok rein. Die Motivation ist raus. Was sind das da für Flecken? Ja, hätten wir die Motorhaube mal vor. Ja, so ja aber gewesen. Guck mal, wir können die jetzt ja auch aufmachen. Und dann legen wir hier einfach was rein. Ja, das wäre besser, ne? Wir müssen ja gar nichts kleben jetzt. Ja, das ist echt richtig klug. Gut, Waldo. Nee, das ist für dich. Das ist auch für dich jetzt, okay. Auch für mich? Nee,
Nee, nur für mich. Auch ein kleines für mich. Sieht gut aus. Was ist mit deiner Stimme passiert? Weiß ich auch nicht. Ja, ich hatte so einen Klopf im Hals. Klopfer! Was ist mit meiner Stimme los? Nein. Was? Das ist echt so. Immer noch? Ja, es ist immer noch ein Klopf drin. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist echt so. Was ist das? Oh Gott, was? Bleibt das jetzt so? Ich weiß nicht, ob oh Gott, Onkel Brian! Hat das? Ja, nee, wow. Moin. So ein Schleim. Ich find's nicht geil aus. Hä, das sieht auch irgendwie von der Seite sieht's auch geil mit dem Grün aus. Sieht richtig crazy aus, ey. So eine Karre würde ich gerne privat fahren. Und glaubt ja nicht, dass wir hier Schmuh mit dem Teil anstellen. Wir haben extra 2 Wochen im Internet geguckt nach dem perfekten Auto für unser Logo. Das ist ja nicht irgendeine Scheißkarre, das ist ein K70. Die Jungs haben heute Morgen den ganzen halben Tag haben die gebraucht, alleine zum Schleifen. Das muss man hier reinziehen. Wie viel Sorgfalt da reingegangen ist, ne, Joel? Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht. Der deutsche Meister kommt wieder mal vom Weserstrand. Bremen vor! FC Sportler Bremen. Der Typ war noch nie im Stadion, nur einmal zum Wurstessen. Und dann kam er raus, besoffen wie sonst was. Bremen. SV. Ich glaube, der hat ein bisschen den Lack geschnubbert. Kennst du denn auch so... Thomas Frings. Sportler meinst du auch? Nein, so Hasslieder gegen andere Vereine, die Bremen machen. Was ist grün und stinkt? Ach nee, warte. Du bist der größte Dulli, Alter. Machen wir mal nach Gefühl, ne? Unser Gelb ist viel zu bissig, unser Gelb ist richtig so stachelig. Richtig gelb einfach. Jetzt machen wir eine Mischung aus Rosa und Weiß mit rein. Und jetzt entschärfen wir die Farbe ein bisschen. Schuh, Sex, puh! Chris, guck mal bei mir. Chris. Nee, alles gut. Chris, guck mal bei mir. Guck mal hier, Chris. Da, siehst du? Chris, guck jetzt auch noch mal bei mir hier. Chris, guck mal, wie der hier geil läuft, ey. Boah, Chris, Frontscheibe, Chris, guck mal bei Joel. Guck mal, Chris. Chris, guck mal hier, Chromleiste. Chris, bist du halt Kilometer geil. Chris, geh mal nicht weg. Chris, nicht hier. Chris, geh mal woanders hin, Mann. Okay, das sind die heißen Sachen. Tankdeckels und so. Ey, was ist das denn, Alter? Wer ist darauf getreten? Das war's doch hundertprozentig wieder du. Da ist ja wirklich jemand drauf getreten. Ja, das war's wieder du. Das wusste ich. Du läufst immer rückwärts überall gegen. Das ist wirklich so. Chris, ey. Jetzt habe ich ein bisschen anderes Gelb. Jetzt muss ich die ganze Kackklappe noch mal lackieren, Christian. Geöffnet. Das ist für mich, dass wir jetzt mit dem Sommer anfangen. Hast du das fertig gemacht? So, damit unser Logo komplett ist, fehlt jetzt nur noch diese Tonne auf dem Dach. Wie machen wir eigentlich fest, Finn? Spann gut. Echt? Ist in unserem Logo auch so. Ja, cool. Das ist dann mal ein kleiner Vorteil. Okay, jetzt nicht verkratzen den Lack. Das sieht aus, als hätten wir eine Sprühdose aufs Dach gelegt. Vorsicht, Vorsicht, Motorhaube kommt. Die soll aufhören damit. Also ist auch jetzt vielleicht nicht ungefährlich, wenn da gleich Feuer dran ist. Yo, was war das denn? Nix. Weil du bist aufs Dach getreten. Nein, spann mal. Ja, ich brauch, ist das hier gerade? Nee. Wir schweißen das jetzt hier ran und ziehen den Stab darüber. Da kommt das rüber, damit sich das nicht durchbiegt. Ich verstehe es nicht. Nach unten. Zurück, ja. Wir wollen ja hier lang. Ja. Alter, ey. Hör mal, ey. Okay. Irgendwie so oder so? Ja, nicht so ganz. Jo. Hey, die Scheibe ist kaputt. Das lag nie im Leben an der Schweißperle. Ja, let's do it. Ich glaub schon. Ich glaub nicht. Das wäre mal was für ein Fake-Check. Ja.
Wollen wir das mal machen? Habt ihr Bock drauf? Schreibt mal in die Kommentare Schweißperle, falls ihr sehen wollt, ob die eine Frontscheibe zerstören kann auch. So, sitzt gut? Das ist zu viel Spachtelscheiße da, glaube ich. Was? Genau auf, super, allen Scheiß weg und dann will ich jetzt hier Feuer sehen. Alle versammeln! Was auch immer ihr tut, hört auf damit! Okay, Freunde. Schön, dass ihr euch für den heutigen Tag versammelt habt. Folgend wollen wir euch präsentieren. Das lebendige Klimastand-Logo. Das ist was. Schaut hin. Oh, der war guter. Ja, der war richtig geil. Das ist einfach nur geil, ey. Ja, ey, könnt ihr euch ab jetzt bei unseren Hofsafaris angucken. Da könnt ihr einfach über den Hof pingeln. Es gibt ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu gucken, ein bisschen Feuer. Viel Spaß. Wir haben auch Bollerwagen. Bald kann man hier golfen. Wird immer geiler. In dem Moment ist die Kronleiste aufgefallen. Wird immer geiler. Richtig geil. K70, Wasserkühlung und Frontantrieb. Der Benzintank liegt geschützt hinter der Vorderachse.